Ja, es sind so viele Knöpfe. Aber echt. Pocket Powder! Herrgott nochmal! Katrin Lehmann! K. Und Beat Eagle! B. Das ist gut. Queen Bee, bitte. Queen Bee. Wenn schon, denn schon. Ja, K, das war oder ist unser zukünftiger Opener. Das ist richtig cool. Ich bin schon in Stimmung. Oder? Ja. Ich auch. Also es gibt ja nichts Wichtigeres als einen gescheiten Auftritt. Damit beginnt alles. Mhm. Wir wollten eigentlich einlaufen, aber da es ein Podcast ist, haben wir uns dann doch dagegen entschieden. Ja, vor allem, ich glaube, wir müssen zuerst noch überlegen, wer läuft zuerst rein. Ja, hierarchisch gesehen ist es für mich wichtig. Ich komme aus dem Sport, da gibt es immer ganz klare Reihenfolge. Ich wollte gerade sagen, wie ist es im Sport? Wer läuft da zuerst? Naja, im Fußball läuft zuerst der Kapitän und dann der Torhüter. So laufen die ja immer ein. Im Eishockey kommt es immer so ein bisschen auf Aberglaube an. Da läuft eigentlich meistens als erstes der Torhüter und dann der Kapitän ein. Wieso? Das ist irgendwie so hierarchisch festgelegt. So die ersten zwei, drei, die auf das Eis kommen, die haben die größte Bühne. Da ist das Eis noch schön glatt und schön frisch geputzt. Und da ist die Stimmung auch am besten. Nachher, wenn du so Nummer 17, 18, 19 bist, dann ist es nichts mehr, da kommen die Besten, ja. Sondern das ist dann wirklich halt noch der Rest. Also da du ja Torhüter bist, dann bin ich ja Kapitän. Nein, nein. Doch. Also ich habe gedacht, wir machen heute mal wieder einen friedlichen Podcast, aber ist kein Problem. Wir können das gerne klären. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so galant, charmant wäre, würde ich sagen, ah, bei dir würde ich den Vortritt lassen, aber... Anscheinend bist du das nicht, ich habe schon verstanden. Alles klar. Gut, Themawechsel. Ich denke mir gerade, jetzt weiß ich, warum es früher beim Theaterspielen immer hieß, bitte keine Nüsse essen. Ich habe nämlich heute so einen Hunger gehabt oder habe immer noch so einen Hunger, dass ich... damit es nicht während des Podcasts zu einer dramatischen Unterzuckerung kommt, mir ein paar Erdnüsse reingeknallt und ich bereue es jetzt. Das eine hängt mir im Hals, das andere im Zahn. Schrecklich. Gib mir ein Zeichen, wenn ich übernehmen soll und viel reden, dann kannst du dich aushusten und dein Mikrofon ausmachen. Ich kann das wunderbar überspielen. Ich kann sehr gut auch Sachen, ich kann dich auch muten, wenn du magst. Weil wenn ich kommentiere mit meinen zwei Radiokollegen, ist ja immer der Codec direkt vor mir. Das heißt, immer wenn die zwei nicht lieb zu mir sind, dann drücke ich auf ihren roten Knopf. Ich spüre heute Spannungen. Ja. Frau K. Lehmann scheint mir heute etwas... Weiß gar nicht, dominant aggressiv zu sein. Sie will mich muten. Sie will mich einfach mal ausstellen. Dominant schon verstanden. Aggressiv. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Du hast gesagt, dann bin ich der Kapitän und lauf als erstes rein. Ich habe ja überhaupt nicht annähernd angesprochen, in welcher Reihenfolge. Ich habe nur gesagt, es ist noch nicht geklärt. Aber für dich ist es klar. Eben. Und also, bitte keine Widersprüche. Ja, das ist okay. Aber wie kommst denn du damit klar, wenn du Theater gespielt hast? Mit was komme ich klar? Mit Applaus, in welcher Reihenfolge, dass man da raus muss und einen Applaus bekommt. Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das, wann man rauskommt, ist wurscht, denn wenn ich rauskomme, bin ich eh das da. Nein! Weißt du, was so lustig ist? Haben wir das bitte auf, können wir ganz klar unsere Tonspuren unterscheiden? Weil jeder andere würde sagen, Nika, das hast doch du gesagt. Nee, ich kann auch leise. Nicht lange, aber zwei Minuten. Eine vielleicht. Ich bin schon sehr dominant und ich betrete gerne einen Raum und alle sollen wissen, dass ich da bin. Ich kann gar nicht anders. So habe ich ja die K auch kennengelernt. Ja, stimmt. Du warst so ruhig bei uns in der Hundeschule. Ich bin privat wirklich ein ruhiger, teilweise sogar schüchterner Mensch. Naja. Auf der Bühne nicht. Auf der Bühne nicht. Nee, ich bin eigentlich immer... herzlich laut. Das kann ich kann gar nicht anders. Und es fällt mir manchmal auch schwer, ich war eigentlich immer irgendwie Kapitän oder im Captain-Team, egal wo. Und gerade im Fußball, wenn du im Tor bist, bist du sowieso immer irgendwo in einem Mannschaftsrat oder hast doch relativ viel zu sagen. Und deswegen bin ich es gewohnt, in einer Gemeinschaft irgendwie schon eine führende Rolle zu spielen. Und ich mag das auch total gerne. Und das heißt ja nicht, dass ich wertend bin gegenüber den anderen, aber nee, gar nicht. Das ist eigentlich schon irgendwie so angeboren. Und deswegen finde ich das so cool, also ich golfe ja gerne. Bis heute ein Rätsel.
Da, du hast es nur noch nicht entdeckt. Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Ja, das war so klar, dass das kommt. Der Standardspruch. Der Standardspruch. Und beim Golf muss man einlochen. Aber auf jeden Fall ist es so schön, weil ich diese Sportart liebe, weil ich zwar ganz okay spiele, aber ich muss nicht die Beste sein. Aber gerade trotzdem, also ich war einmal golfen. Und ich kann mir das bei dir gerade überhaupt nicht vorstellen, weil was bei mir das Trauma war beim Golfen, abgesehen davon, dass ich ein Balldepp bin, egal ob der Ball so klein wie ein Golfball ist oder so groß wie ein Ballbett nicht, Balldepp. Aber ich hatte ein Riesenproblem damit. Ich wurde dann ermahnt, also du darfst ja auf dem Platz nicht so laut lachen, das geht nicht. Etikett. Und da war es bei mir vorbei. Aber ich kann mich dich überhaupt nicht da vorstellen, weil du bist immer, also in Anführungsstrichen, positiv laut und du lachst gerne. Und du kriegst es hin, du kannst das mit dir vereinbaren, also ich nicht. Da war bei mir dann spätestens Schluss, du dachtest mir, na, also ihr seht mich ja auch nie wieder. Ehrlich, nein, also ja. Beim Golfen, das finde ich richtig, richtig schön. Und wenn du auf einem schönen Golfplatz golfst, dann fühlt man sich ja alleine schon richtig cool, weil das einfach teilweise super Umgebungen sind. Und dann schaue ich zu, wie das jemand macht und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal irgendeinen Ball verhaue. Also das ist für mich wirklich, ich weiß, das können sich ganz viele nicht vorstellen, aber ich spiele nicht wirklich mit viel Ehrgeiz Golf. Also ich kann mir beides nicht vorstellen. Ja. Und du bist aber dann wirklich, also ist das wirklich so oder hatte ich da einfach bloß eine dumme Erfahrung? Man muss da dann wirklich, also laut lachen geht nicht. Ja, also es ist tatsächlich Etikett, man muss sich benehmen und darf nicht den Schläger wegschmeißen oder sowas. Das ist tatsächlich etwas, das muss ich lernen, weil ich bin dann schon ein Temperamentsbolzen. Ich verstehe das bei dir gar nicht. Ja, nein, einfach ruhig da sein, aber man darf im Golf einfach nicht laut sein. Also ich nehme dich nicht mit zum Golfen, weil ich möchte nicht meinen guten Ruf. Fuck you. Also heute, ich nehme dich nicht mit, ich möchte meinen guten Ruf. Deinen spießigen Golferruf. Findest du es nicht sehr spießig? Nein. Nicht sehr. Nein, es ist eine Erfüllung. Und was ist denn da jetzt erfüllend? Dieser physikalische Ablauf, eins zu sein mit deinem Körper, mit dem Schläger, mit dem Golfball und einfach stundenlang Bälle auf der Driving Range rauszuhauen, das hat was mit Mantra zu tun, mit Demut und das ist richtig schön. Und weil man eben ruhig sein muss, wirst du auch nicht angequatscht. Das ist wie wenn du am Casino am Tisch bist und spielst. Dann wirst du ja auch nicht angequatscht. Wenn du angequatscht werden willst, dann gehst du an die Bar. Aha, du suchst also was Ruhiges, eigentlich beinahe schon Meditatives. Richtig. Aha. Und trotzdem kann ich das ja wenn du in einem Flight drin bist, kannst du das ja mit Menschen spielen, die sehr gut spielen, weil du spielst ja mit dir selber, bist aber in einer Gemeinschaft drin. Was ist jetzt ein Flight? Das ist praktisch das Team, das zusammen auf 9 oder 18 Loch geht. Das ist ein Flight. Genau. Aha, aha. Und da kannst du aber schon innerhalb, wenn du dann einen coolen Flight hast, dann kannst du schon auch guten Trash-Talk machen. Halt einfach leise. Aber selbst wenn ich mich bemühen würde, ich könnte schon leise sprechen. Und dann irgendwann würde es trotzdem rausplatzen. Unabsichtlich. Ja, das stimmt. Deswegen spiele ich sehr gerne ganz früh am Morgen, weil dann ist man meistens alleine auf dem Platz. Mhm. Ich habe mal einen Spiegel kaputt geschossen. Hä? Wo ist bitte? Das war ein sehr weiter Ball. Oder? Nein, das war direkt beim Abschlag. Man kann ja dann so die Spiegel, das wäre was für dich. Eigentlich wäre Golf die Abschläge, weil da hast du so riesengroße Spiegel. Weil man muss ja immer seine Bewegung anschauen, ob das richtig ist, ob das so geht, ob man richtig schwingt, ob die Bewegung richtig ist, der ganze Ablauf. Da kann man sich anschauen. Und dann willst du jetzt sagen, ich schaue mich nur an? Oder? Also wirklich? Okay. Wir brechen diesen Podcast jetzt an dieser Stelle ab. Ich möchte das nicht. Okay, lass uns über was anderes reden. Nein, aber ich nehme es jetzt mal zur Kenntnis. Und in dem Sinne stimmt es schon. Ich bin ja mit Spiegeln groß geworden. Ein Ballettstudio ohne Spiegel ist ja unvorstellbar.
Weil du musst ja dich und deinen Körper sehen, wie das aussieht. Vielleicht würde mir ein Spiegel helfen, das stimmt. Weil ich habe mich sehr dumm angestellt. Hm. Ja. Das lasse ich mal unkommentiert. Nein. Also, lass uns das Thema wechseln. Ja, ich bitte darum. Wir versuchen, ein bisschen mehr Frieden reinzubringen. Nein. Wir sind ja in der Weihnachtszeit. Hast du schon deine Wohnung geschmückt? Furchtbarerweise nein. Ich habe nicht mal, und das kotzt mich direkt an, ich habe noch nicht mal einen Adventskranz. Und ich mache den immer selber. Nein. Seit Jahren. Also traditionell. Du flechtest mit Tanne? Nee, so. Flechten nicht. Den kaufe, also geflochten kaufe ich ihn. Ich dekoriere. Nein, Moment. Das, die Binderei, diese ganze Binderei, das spare ich mir. Den kaufe ich aber ungeschmückt. Und dann schmücke ich den selber. Und was ist da so drauf? Jedes Jahr unterschiedlich. Ist auch kaufst jedes du dir Jahr neue Sachen dann immer? Ja, in den letzten Jahren habe ich es eingeschränkt, weil ich mir dachte, es liegt so viel rum. Trotzdem wird er jedes Jahr anders. Mhm. Unterschiedliche Farben, dann mal ein paar Rehlein, dann sind es mal ein paar Engelchen, dann ist es ganz unterschiedlich. Und hast du echte Kerzen drauf, oder? Ja. Ja, das ist wichtig. Ja. Ich habe überhaupt keinen Weihnachtsschmuck, weil ich bin ja so gut wie nie daheim. Aber ich habe einen alten von einer ehemaligen Mitspielerin, mit der habe ich lange in der Nationalmannschaft gespielt. Die kommt aus der gleichen Gemeinde aus Küsnacht wie ich. Und die hat mir vor 3 Jahren, hat sie mit ihren Kindern gebastelt, einen alten Koho. Koho ist eine alte Eishockey-Schlägermarke, die gibt es nicht mehr. Und früher waren die Schläger ja aus Holz. Mhm. Und dann hat sie so einen alten Koho, so 20 Zentimeter, Teil eines Schlägers mir geschickt. Und es waren 4 Löcher reingebohrt. Und da konnte ich noch so, kann ich diese ganz einfachen Christbaumkerzen rein mal stecken. Süß. Ja, und das ist tatsächlich... Ah, diese kleinen dünnen, die man früher am Baum hatte. Ja, genau. Das ist unglaublich schwierig, die noch zu finden und zu kaufen. Das, ja, die gibt es gar nicht mehr. Wir mussten ja früher, haben wir das immer als, das haben wir so unser Taschengeld auch verdient als Schüler, so zwischen 8 und 12 Jahre, konnte man immer, ich glaube es war für Der Desom, konnte man die Christbaumkerzen verkaufen und dann für jede Packung, die man verkauft hat, hat man halt irgendwie, keine Ahnung, einen Franken bekommen und das war dein Taschengeld. Mhm. Und dadurch, meine Eltern haben die dann immer gekauft. Wir hatten jahrelang einen riesen Vorrat, ja, und ich glaube, so vor 5 Jahren ist er ausgegangen und das waren noch richtige Bienenwachskerzen. Ja, das waren noch, ja. Weißt du, Kerzen. Die so fein riechen. Ja, genau. Ja. Die nicht innerhalb von 2 Minuten unten sind. Ja. Ja, also ich habe aber so eine Packung gefunden, das ist und ich habe jetzt tatsächlich schon angezündet. Ich habe alle 4 rein und die neuen Kerzen sind aber so schnell, brennen runter, ich habe alle 4 schon runtergebrannt. Darf ich dich darauf hinweisen? Also wir hatten den ersten Advent jetzt. Man fängt eigentlich mit einer Kerze an und dann nächsten Sonntag die zweite und so. Ja. Hast du alle 4 angemacht? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da bin ja ich noch fein raus ohne Adventskranz. Ich will aber, ich weiß zwar nicht, ob ich das irgendwie noch hinkriege, ich hole mir noch einen. Vielleicht gibt es noch einen im Sale. Ja, aber alle Cyber, Black und weiß ich was ist ja vorbei. Aber ich bin total beeindruckt von einem selbstgemachten, gekauften Adventskranz. Also das ist schon selbstgemacht. Also, ne? Es gibt ja auch, du kannst ja auch die fertig, fix und fertig geschmückten mit Kerzen und Pipapo kaufen. Von daher, ich finde, das geht als selbstgemacht durch. Ja, okay. Nein, also ich meine, dadurch, dass ich überhaupt keinen Christbaumschmuck und Weihnachtsschmuck habe, ist es voll okay. So. Ja? Und dann alle 4 Kerzen auf einmal. So, musste ganz still sein. Ganz ehrlich, ich bin wirklich in Frieden hierher gekommen. Aber wir können gerne über andere Dinge reden. Das gefällt mir heute so ein bisschen. Ja? Ich habe heute eine... Leicht aggressive Haltung. Nein, nee, das ist ja nur Spaß. Aber ich bin ein bisschen durch. Ich habe noch nie eine Tupper-Party. Hast du mal eine Tupper-Party? Einmal. Es war auch leider ganz witzig. Ich habe es einmal gemacht, relativ, was heißt spät. Da war ich, wie alt war ich denn da? Für das, dass es ja da schon fast wieder out war. Das war doch in den 80ern, 90ern eher in. Ich war dann so 2004, 5 oder so auf einer, da war ich dann 25. Und das war halt auch so als Event, ich glaube im
mit einer Geburtstagsfeier war das auch so als Gag. Ja, ja, irgendwie, ja. Nee, aber ich wollte es unbedingt machen und ich fand es schon lustig. Also ich fand es wirklich irgendwie cool. Ich habe auch die, wie nennt man denn die Tupper-Frau, die es vorgestellt hat, fand ich total cool und ich habe die Schüssel heute noch. Irgend so eine Schüssel habe ich dann natürlich auch genommen. Eine runde, oder? Ja. Genau, weil die gescheiten, richtige Tupper sind rund. Das siehst du, schau, fachmännisch, eine Runde. Mhm. Eine Runde, weil alles, was mit Ecken zu tun hat, kann nicht richtig verschlossen werden. Da ist immer eine Luftblase, die nichts schließt. Richtige Tupper sind rund. Ha! Okay. Ich habe nur eckige. Ja, aber ich habe tatsächlich, man ist es ja Richtung Ende des Jahres, ich habe angefangen, meine Wohnung aufzuräumen. Respekt. Ja, und ich habe jetzt ein paar Teller und Tassen, die ich jetzt tatsächlich auf den Wertstoffhof bringe und in den Bauschutt reinschmeiße. Das wissen ja ganz viele nicht, dass Teller und Tassen, das ist Bauschutt. Ich bin ein Wertstoffhof. Ich bin eine Wertstoffhof-Expertin. Frau Wertstoffhof-Mitarbeiterin. Ja, ja, genau. Aha. Ja, also in meinem nächsten Leben arbeite ich auf dem Wertstoffhof, spezialisiert auf Papier mit Karriereaussicht auf Karton. Und habe meinen Frieden. Wieso Papier und Karton und nicht Gartenabfälle? Oder Sperrmüll? Nein, Sperrmüll geht gar nicht. Nein, 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 das geht Sperrmüll. Alleine dieses Wort, Sperrmüll. Ja, eben. Nein, nein, nein. Und Garten geht auch nicht, weil ich und Garten, das ist nicht so. Ich habe übrigens eine Pflanze bekommen von einer Eishockey-Mitspielerin von mir. Die musste zweimal bei mir übernachten. Ich war gar nicht da, wie immer. Und dann komme ich zurück in meine Wohnung, da hat sie mir eine Pflanze auf den Tisch gestellt mit einer Karte drin und hat gesagt, Ka, darf ich vorstellen, das ist Olli. Ich habe ihn so getauft. Es war sehr lustig, in diesem Blumenladen zu sein, weil ich bin reingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Blume, die keine Liebe und kein Wasser braucht. Oh Gott. Ein Kaktus oder was kam dann? Also, du musst mir verzeihen, dass ich nicht weiß, was es ist, aber momentan lebt Olli noch und es sind doch immerhin 6 Wochen. Das ist schon lang. Ja, aber Respekt. Ich fand das lustig. Gut, und die hat auch gesagt, die Verkäuferin, der ist fast der Kinnladen runtergefallen. Also, warum kommst du in einen Blumenladen, in ein sehr, sehr angesehenes Geschäft in München und sagst, ich hätte gerne eine Blume, die keine Liebe und kein Wasser braucht. Von dem her, du siehst, deswegen keine Gartenabfälle. Altpapier finde ich cool. Und dann eben, wenn es dann gut läuft, wenn ich das richtig mache, Karton. Mhm. Und du, in deinem nächsten Leben? Haben wir noch nie Gedanken drüber gemacht. Glaubst du an ein nächstes Leben? Nein, aber manchmal braucht man so Momente, wo man ausbüchsen kann. Ich habe auch so eine Mappe, da steht vorne drauf, Texte, die ich in meinem nächsten Leben lesen werde. Ich habe so viele Sachen, die ich gerne lesen würde und einfach nicht dazukomme. Und dann packe ich das in meine Mappe und habe das Gefühl, ich habe das wertschätzend. Und aber du schaust es trotzdem, oder wirst du es dann irgendwann mal anschauen? Nee. Oder, nee. Aber dann kann es nicht so wichtig sein. Es ist egal. Mhm. Aber alleine diese Mappe zu haben, hilft. Hm. Ich habe mir nie so Gedanken. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Hundezüchter werden und einen Bauernhof haben mit ganz vielen, vielen Tieren, aber ich glaube im Endeffekt auch nicht, weil ich könnte ja kein Hundebaby dann hergeben und irgendwann hätte ich dann Millionen von Hunden. Das wäre nix. Ich habe mir da nie so Gedanken gemacht. Also ich sage jetzt auch nicht, boah, in meinem nächsten Leben. Also ich glaube, dass ich mal im Mittelalter gelebt habe, das habe ich irgendwie schon das Gefühl, weil ich ertrage diese Filme nicht. Aber ich habe auch momentan noch nicht Lust auf mein nächstes Leben, weil ich meine, es ziemlich cool finde, was ich momentan habe. Ja, eben. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich es nicht ausschließe. Aber man braucht manchmal, wenn man so richtig viel reist, nicht zur Ruhe kommt, ja, wenn man nur noch wäscht und vom Wäscheständer runter wieder das Gleiche anzieht, mehr oder weniger, wo ich immer denke, meinem nächsten Leben,
mache ich das langsamer. Ah, okay, das ist so eine, ja, okay, jetzt verstehe. Was machst du denn gerade genau? Wo reist du denn gerade hin, Kar? Also momentan muss ich tatsächlich nicht mehr reisen. Ich reise jetzt nur noch privat, dann in die Berge. Aber ich war natürlich viel unterwegs und das ist mega cool. Ich war in Rom, ich war wieder in Luzern, ich habe kommentiert und in Wolfsburg mit meiner Uni und in Fürth. Und es reicht einfach immer irgendwie, sobald du über Nacht irgendwo sein musst, musst du packen und gehen. Mhm. Du musst es organisieren mit den Hunden. Mhm. Und von dem her gibt es eigentlich für mich nichts Schöneres, als einfach mal am Abend zu Hause zu sein. Ganz genau. Das Gefühl kenne ich. Ja, und für mich sind die heiligen Abende eigentlich Dienstagabend. Heute quasi. Ja. Weil wir, also nur für euch, ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber wir haben gerade Dienstagabend. Du hast den heiligen Abend geopfert. Ja. Und dann, Wird man gedisst. Ja, richtig. Und dann willst du als erstes reinlaufen. Und dann sag ich immer ganz ehrlich, nächstes Mal machen wir irgendwie Montagmorgen um 8 oder so. Ja, genau. Völlig egal, ob es für dich dann darfst du cool auch ist. Zuerst reinlaufen, weil ich dackel dann so mehr schlafend als wach so hinterher. Ja, du bist eine totale Nachteule. Ja. Wahnsinn, um 8 gehst du ja knapp ins Bett. Ja, um 8 nicht, nee, aber 4 kann es locker werden. Jeden Abend? Ja. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, das ist herrlich. Was ich liebe an der Nacht, es kommen keine nervigen E-Mails. Oder auch E-Mails, die dich aus dem Konzept bringen. Es kommt keine Post mit irgendeinem blöden Brief. Es ruft niemand an. Du bist ungestört. Für mich ist es eine mega Tagesverlängerung, weil ich mir dann immer denke, ah, morgen ist wieder der Scheiß und der Scheiß. Jetzt ist aber Feierabend. Aber oft mache ich auch gar keinen Feierabend. Oft schreibe ich dann E-Mails. Leute wissen das jetzt schon von mir, dass eine E-Mail auch um 2:30 Uhr nachts kommt. Irgendwie habe ich da Muße und auch alles, was ganz wichtig ist, vieles, was entweder kreativ oder Vorbereitung, tagsüber habe ich nicht den Nerv und nicht die Inspiration und nichts. Das kann ich dann erst so ab 21, 22 Uhr beginnen. Und dann läuft mein Hirn auf Hochtouren. Also die haben wir ja gerne. Ah, es kommt keine E-Mail in der Nacht, ja. Aber schön die anderen zumüllen werden. Ja, liest doch keiner. Ja. Das ist wie die Leute, die am Sonntagabend eine WhatsApp oder SMS schreiben, kann ich nächste Woche mit dir telefonieren? Hey. Na, das mache ich nicht. Also ich belästige niemanden jetzt irgendwie auf dem Handy oder so, weil E-Mail ist ja nicht, also WhatsApp ist was anderes. Das würde ich jetzt, niemanden, von dem ich nicht weiß, dass er auch wach ist oder von dem, ich weiß von vielen engen Freunden, die habe ich dann damals gefragt, nee, kannst du schon nachts schicken, ich habe es eh aus. Ja, ich auch. Und dann schicke ich schon, weil dann weiß ich, okay, ich habe die Erlaubnis und so und so, aber ich belästige da jetzt niemanden. Du darfst mir auch schicken, wenn du willst, ich habe mein Handy aus. So, siehst du? Also nicht, dass ich erwarten würde, dass du mir irgendwas schickst, vor allem nach heute Abend nicht. Wir sind mal eigentlich in der Zeit, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir hier... Wie bitte? Also. Aber machst du dein Handy aus, wenn du schläfst? Das ist immer an. Ja, wenn ich unterwegs oder was heißt unterwegs? Ich bin ja nur in Düsseldorf, wenn ich weg bin. Du bist ja nur unterwegs. Da lasse ich es komplett an, weil ich einfach Sorge habe, es ist zu Hause irgendwas. Und das könnte ich nicht ausmachen, da wäre ich so unruhig, mag ich nicht. Zu Hause mache ich es mittlerweile, also nicht komplett aus, aber es ist auf lautlos und auf Flugmodus. Ja, Flugmodus. Ich mache auch immer. Quasi. Ja, genau. Ich mache auch immer genau. Flugmodus. Also ich mache jetzt nicht auf Ausschalten und alles schwarz, aber halt, weil wir noch ganz altmodischen Festnetz haben und wenn ich mir denke, wenn jetzt was Wichtiges, Familiäres, die erreichen uns und der Rest ist mir dann egal. Gibst du mir deine Festnetznummer? Musst du erst noch erarbeiten. Oh! Du darfst einen halben Weg vorne reinlaufen. Na gut. Nein, wir gehen ganz, wie heißt es immer, ganz sportlich fair zusammen. Sportlich fair, ja. Ich muss jetzt da irgendwie ja sagen, das ist wichtig. Ich war schon fair. Wie, was, wo? Wenn ich gespielt habe, ich war schon fair.
Ich war fair. Ja, schon. Schon ist ein gefährliches Wort. Ich wollte gerade sagen, glaube ich das? Ich jetzt? War ja immer, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich Schiedsrichter bin. Ich wusste es schon immer, wie die Regeln sind. Ja, ja, du weißt, wie die Regeln theoretisch sind. Wie sah denn dann die Praxis aus? Naja, du kannst nur dann bescheißen, wenn du weißt, wie die Regeln sind. Ja, aber was bescheißt man? Fußball oder Eishockey? Beides. Ja, wie kann man jetzt im Fußball bescheißen? Im Fußball warst du ja, oder bist du, warst, bist im Tor. Was kann man jetzt da machen? Naja, also ich meine, es geht ja nicht darum, dass man jetzt, wow, jetzt bescheiße ich, der Ball war im Aus oder war nicht im Aus, sondern es geht einfach darum, dass man halt einfach schon weiß, wie kann man mit Schiedsrichtern interagieren, wie kann man auch mit Gegenspielern interagieren, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also das hilft schon, wenn man die Regeln kennt. Hast du dich mal so schwalbenmäßig hingeschmissen? Nein. Nee. Das ist nichts, oder? Also im Fußball nie. Im Eishockey habe ich manchmal vielleicht schon, wenn der physikalische Moment günstig war, habe ich nichts dagegen angestellt. Im Eishockey siehst du ja eigentlich relativ schnell, wann scheppert. Also es sei denn, du siehst es halt nicht und dann scheppert es gewaltig. Ja. Aber das sind dann schön. Es gibt auch so, im Eishockey gibt es ja auch schon Momente, wenn es scheppert, es gibt nichts Schöneres, als so richtig schön verräumt zu werden. Was ist ein Verräumt? Ach so, gecheckt zu werden. Echt? Ja, wenn du einfach, wenn du fair, richtig gut einfach in einen Bums reinläufst. Ach so, okay. Das in ist Bums reinläufst, ist auch geil. Ja. Aber wieder schön die Klammer zu. Ja, 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 genau, das ist schon sehr... Aber dank der Schutzkleidung wahrscheinlich, ich denke mal, es tut gar nicht mal so weh, oder? Nee, also es gibt tatsächlich im Eishockey gibt's, zwei ganz gefährliche Momente. Das ist einerseits der Pfosten beim Tor und die Bande. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man versuchen muss, nie eine halbe Körperlänge von der Bande entfernt zu agieren. Weil, ist das zu nah? Nein, die halbe Körperlänge macht dich genau, wenn du dann fällst in die Bande rein, hast du den Kopf oder die Schulter halt, ist einfach dann der Punkt, der an die Bande knallt und dann ist Schlüsselbein, Gehirnerschütterung oder sonst irgendwas. Oh Gott. Das heißt, entweder ganz an die Bande, dann hast du den physikalischen Moment halt eigentlich mehr der Gegenspieler, weil dann, oder, ist es babam, also wie diese Kugeln kennen ja alle, wenn man da die hin und her. Ja, ja. Oder, dass man eine Körperlänge weg ist, dass man sozusagen noch die Möglichkeit hat zu fallen und dann erst in die Bande reingeht. Aber das merkst du, das ist Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, weil so im Eifer des Gefechts, ich glaube, ich würde nicht dran denken. Nein. Zumindest würde ich dann nicht gut spielen, wenn ich das überhaupt könnte. Und ich weiß, kannst ich kann es nicht. Kannst du schon laufen? Nein, eben nicht. Echt? Aber du bist doch im Allgäu groß geworden, da ist doch alles zugefroren. Ist es, aber ich durfte ja nie, weil ich getanzt habe. Oder was heißt ich durfte? Ich wollte auch nie. Weil ich ja immer, wenn alles zugefroren war, immer so um die Weihnachtszeit, gab es Ballettaufführungen. Also erstens hat es mich gar nicht so interessiert. Ich hatte ein Jahr dann den Rappel, da war ich so 11, 12. Da dachte ich mir, oh, das müsste ich ja können. Und Schlittschuhlaufen, das würde mich jetzt dann doch, dass ich irgendwas, also probiere ich es. Und dann habe ich Schlittschuhe mir gewünscht, habe die auch bekommen. Und bin bei uns auf so ein zugefrorenes, es war gar kein Wasser, das ist eine mittelalterliche Stadt und da ist so ein kleiner Berg, kann man fast nicht sagen, aber da ist Burgberg, oben ist die Burg, die mittelalterliche, und unten ist so ein Platz und ich weiß, es war wahrscheinlich so eine gemachte Eisfläche, aber halt irgendwie trotzdem natürlich, was weiß ich. Dann habe ich da den ganzen Tag vor mich alleine hingeübt. Und es hat mir A, sogar Spaß gemacht und B, ohne dass mir irgendjemand erklärt hat, wie es geht, ich habe es echt ganz nett so auf die Reihe gekriegt. Und dann abends kamen meine Eltern mich abholen und ich so, Moment, ich zeig euch jetzt noch, was ich kann. Und dann halt, wie ich halt bin, ich will dann immer noch einen oben drauf setzen, wenn was gut klappt. Und dann bin ich da so gelaufen und dachte mir so, und jetzt noch eine Drehung und mich schmeißt's hin. Arm gebrochen und Schlittschuhkarriere damit beendet. Ja. Ich nehme dich mal in die Eisdisco.
Das gibt es noch. Ja, und das ist großartig. So wie früher die Rollschuhe-Disco. Genau. Übrigens, gell, Rollschuh, das kommt wieder, ist wieder voll in. Also nicht die Rollschuhe, sondern ja, schon seit längerem, die mit vier Rollen. Die mit vier Rollen, das ist richtig, das ist so cool. Bin ich nie gefahren auch. Nur ganz wenig. Ich bin auch ein ganz schlechter Blader. Das geht. Aber ich nehme dich doch auch in der Olympia-Eishalle, in der Münchner Olympia-Eishalle, gibt es immer Donnerstagabend, ist glaube ich 80er. Cool, Party. Das ist ja unsere Musik. Ja, würde ich auch sagen. Ka. Ich halte dich vielleicht auch nicht, je nachdem, ob du mich vor oder also nachher reinlaufst. Ich war nicht so böse, du, für meine Verhältnisse. Ich war sehr brav heute zu dir. Zu mir? Mhm, das ist mein Humor. Na, wirklich? Ich du hast es nicht ernsthaft persönlich genommen, also ich bitte dich. Nein, nie mehr. Na, also. Ich merke mir nur die Dinge. Ich helfe dir dann, aber das ist wirklich cool. Nein, also vielleicht, also ich helfe. Ich bräuchte wirklich Anfänger, ja, weil ich bin jetzt 41, das ist wie lange her? 30 Jahre her. Ich zeig dir das. Du bist doch ein Bewegungstalent. Ja, ja, aber nicht in, doch. Nicht in diesem Bereich. Zum Was Beispiel, heißt das nicht in diesem Bereich? Ja, für mich ist Eislaufen hat nichts mit Tanzen zu tun. Das hat doch, ich meine, jeder Sport hat in dem Sinn nichts mit dem anderen zu tun, aber du weißt, was Körpergefühl ist, was eine das Körpermitte ist. Ja, das weiß dass ich Ärme schon. Und Arme, Ärme, ja. Ärme und Beine, Arme und Beine unterschiedliche Bewegungen machen können. Du hast, das weiß ich schon. Ja, und es geht doch auch darum, es geht ja nicht darum, dass du ästhetisch schön das machen musst. Es ist wie bei mir beim Golfen. Ich werde nie eine ästhetisch schöne Golferin, aber ich habe einen gewissen Bewegungsschatz, eine Schatzkiste an Bewegungen, die du genauso hast. Und dann, wenn du einmal merkst, ach so, das sind die Abläufe, dann greifst du irgendwann wieder in deine Schatzkiste an Bewegung rein und denkst, was könnte mir helfen, damit ich da irgendwie klar rauskomme. Und das ist doch das Coole. Und das ist halt das Coole, wenn du getanzt hast. Ja, ja. Ja, siehst du, also jetzt war ich total nett im Fall. Bei Schlittschuhlaufen lasse ich es mir eingehen. Und da habe ich wirklich, da hätte ich sogar Bock drauf. Siehst du, das machen das, wir. Das würde ich mich trauen. Hey, was wir alles machen müssen. Ballett mit mir wird schwierig. Wieso? Nein, Ballett kann ich nicht. Aber irgendwie so was Standardmäßiges, so würde ich sofort machen. Ja gut, da bin ich aber auch kein... Kannst du nur Ballett? Also nur? Nein, ich habe schon, ja, also ja. Natürlich habe ich mal, aber nur ganz normal mit der Schule, halt Tanzkurs, so zum Tanzkränzchen, das habe ich alles gemacht, mochte ich auch. Ich habe dann sogar noch weitergemacht, aber nur bis zum, das ist überhaupt nichts, nur bis zum bronzenen Tanzabzeichen. Ja, dann sind die gemacht. Männer ausgegangen quasi, ja. Also zu viel Verschleiß und so. Sonst hätte ich, glaube ich, weitergemacht, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es gibt ja kaum Orte, wo tanzt man denn heute noch? Ist ja eigentlich so schade. Ja, aber es gibt schon einige Tanzstudios und da gibt es auch Tanzpartys. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe nie getanzt, deswegen komme ich mir dann ein bisschen blöd vor, weil ich würde gerne tanzen. Also wenn das Schönste, was man mir schenken könnte, wäre ein Tanzlehrer und Tanzstunden. Einfach nur aber das welchen zu lernen. Tanz? Also Standard, Latein? Latein. Oder? Ich glaube, ich werde mehr so Latein. Ja. Also irgendwie, das wäre... Ich glaube, ich möchte einmal in meinem Leben eine Samba-Rolle tanzen. Samba? Nur eine Rolle. Den Rest brauche ich nicht. Aber eine Samba-Rolle finde ich schon cool. Wie eine Rolle? Samba, es gibt eine Samba-Rolle, das ist eine Figur. Ach so, schau, das weiß ich gar nicht. Echt? Guckst du nicht Let's Dance? Nicht mehr. Also nichts regelmäßig. Du bist Hardcore Let's Dance-Fan. Voll. Freitagabend immer Samba-Roll, was. Samba-Roll schmeißt man hier mit den Fachausdrücken ja, vom Herrn Lambi um sich. Ja, ja, ja. Herrn Lambi finde ich ja großartig. Ich mag ihn auch, weil er ist klar, aber ja. Trotzdem wertfrei. Also er ist, er sagt, es war gut, es war schlecht, ja. Aber er lässt den Menschen an sich ruhen. Also er beleidigt ihn nicht. Und das finde ich richtig cool. Ich finde ihn grandios. Ja. Ja. Total. Und Mozi Mabuse ist einfach. Ja, die ist süß. Ah, Wahnsinn. Total. Richtig total, gut. Total. Ja. Wahnsinn. Ach, interessant. Ja, nee, nicht mehr regelmäßig. Ich weil ich kann solche Sachen, das ist wie, wenn jetzt im Fernsehen ein Ballett läuft, ich kann das ganz schlecht anschauen. Weil das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Weckt in dir was? Ja.
Und mittlerweile denke ich mir aber, oh Gott, nee, vor 20 Jahren hätte ich, oh ja, das würde ich jetzt schon noch hinkriegen. Und mittlerweile denke ich mir, nee, geht da gar nichts mehr. Und das deprimiert mich dann. Und wenn mich was deprimiert, dann stoße ich es weg. Ist ganz komisch. Obwohl das bei Let's Dance nicht so ist, weil da bin ich, aber da hätte ich dann wirklich Bock. Ich hätte unfassbar Bock, da mitzumachen. Ja. Weil es für mich was Neues wäre. Ich kann es wirklich nicht. Weil das ist was ganz anderes als Stell dir vor, du darfst mit einem Profi täglich trainieren. Geil. Leck mich am Arsch. Mhm. Wie cool ist das denn? Das ist wie wenn dir jemand Gesang oder sowas beibringt. Also wenn jemand singen oder tanzen kann, das ist mein demütigster, ehrfürchtigster Respekt, den es überhaupt nur gibt. Was du alles aus deinem Körper rausholen kannst. Ja. Und das ist der maximale Spitzensport und an Ästhetik nicht zu übertreffen. Also bewerben wir uns hiermit. Wenn ihr von Let's Dance seid. Ja, darauf. Du, ich finde, Let's Dance braucht schon mal eine Sportlerin, die dann auch tanzmäßig da was leistet. Also wenn, dann müsste ich in der Schweiz mitmachen. Weil der, ach so, rechnest du dir da die Chancen größer aus? Nee, aber das gibt ja so viele coole Sportler. Weil du Schweizer Star bist. Nein, ich bin kein Schweizer Star. Doch? Nein, bin ja vielleicht, keine Ahnung was, Promi. Nein, ich bin im Radio, ich bin meistens nicht zu hören, nicht zu sehen, aber zu hören. Nein, ich habe, also ich würde das sofort mitmachen, wenn sie mich anfragen würden, wenn das meine Wer Hüfte erlaubt. Wer macht das? Ich habe Schweizer, logischerweise, das sehen wir ja nicht. Das ist wieder Schweiz, da heißt die Show nicht Let's Dance, sondern Darf ich bitten. Also die Schweiz ist das einzige Land. Oh, das finde ich aber schön. Nein. Das ist ein bisschen österreichisch, nein, Darf ich bitten, gnädige Frau. Es gibt so eine Marke Let's Dance, ja, und in der Schweiz heißt es Darf ich bitten. In Österreich heißt es aber auch anders. Dancing Star. Dancing Star. Und in den USA heißt es Dancing with the Stars. Ja, aber wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber irgendwas mit Dance wenigstens. Ja. Aber nicht Darf ich bitten. Ach, ich finde es ganz charmant. Ja, du findest es charmant. Du kannst es ja auch nicht sehen von hier aus. Ja. Hm. Wer moderiert, kenne ich auch nicht. Wer Sven Epine moderiert das, glaube ich. Sagt mir nichts. Was macht der so? Oder was der ist gerade bei Radio 1 und ist ein großer Showmaster auch. Der ist richtig cool. Sven ist richtig cool. Mhm. Ja, ist ein ganz toller. Ich finde es schade. Ich würde das gerne schauen, Schweizer Fernsehen, weil ich glaube, ich würde es einigermaßen sogar verstehen. Aber das ist ja für uns wie abgeschossen. Geoblock ist, du sagst es. Du Wahnsinn. Sagst es. Ja. Ja. Und es ist auch so lustig, weil ich google mich ja in jedem Land, wo ich bin, google ich mich. Ja, ja. Und einfach, weil du andere Treffer bekommst. Okay. Und das ist so lustig, was ich für Treffer in der Schweiz bekomme und was für Treffer, dass ich in Deutschland oder jetzt in Italien oder Weißrussland oder wo auch immer, ich google mich immer selber. Ha. Und das ist eigentlich immer sehr spannend. Googlest du dich auch selber? Nicht jetzt so regelmäßig wie du anscheinend. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich noch nie gegoogelt. Natürlich habe ich mich schon gegoogelt, ja. Aber keine Ahnung, das letzte Mal ist, glaube ich, weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, ist ewig her. Und weil ich ja nie in anderen Ländern, ich wäre nie auf die, gut, das würde bei mir auch nicht zutreffen, weil ich ja nicht in anderen Ländern aktiv bin. Ich glaube nicht, dass das bei mir in einem anderen Land anders wäre. Doch, auf jeden Fall. Was? Ja, ich google dich mal in der Schweiz und schicke dir einen Screenshot. Ja, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, ob ich es sehen will. Okay. Das ist richtig Ach, cool. Echt, ist das ja, so? Ja, das ist so. Das wusste ich Weil nicht. Weil du hast andere VPN oder was auch immer Verbindungen und dadurch hast du andere Treffer. Hm. Ja. Okay. Und das Lustigste ist ja immer, wenn man sich selber googelt und auf Bilder klickt. Ach Gott, furchtbar. Das ist so zum Wegschmeißen. Bei mir gibt es, glaube ich, unter anderem ein Bild, da sitze ich auf dem Klo. Das musst du dir mal vorstellen. Ist mir heute fast ein bisschen peinlich. Also ich sitze nicht, nein, ich sitze nicht richtig. Das war wirklich, das war schon für eine Moderation, das war auch im Fernsehen. Aber ich sitze da wirklich auf dem Klo. Und im Nachhinein dachte ich mir, was haben wir uns denn dabei gedacht jetzt? Weil das war, da habe ich so einen Beitrag anmoderiert, der ging über, ich weiß gar nicht mehr, Sanitäranlagen, ich habe keine Ahnung mehr, aber es ging halt darüber und dann kam man ganz kreativ mit der Redaktion, ja, also das machen wir vom Klo aus. Ja. Weißt du, was lustig ist? Ja. Wenn dann diese Podcast-Folge draußen ist, dann google ich dich und dann musst du nur deine ersten Namen eingeben und dann gucken, was für eine Google-Auswahl kommt. Und wenn dann Klo kommt, weißt du? Oh Gott, ja. Furchtbar. Großartig. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, ist okay. Ja.
So, wie viel Uhr haben wir es denn eigentlich? Redaktion. Ja. Ach, schau. Ich finde, heute haben wir ganz schön viele Themen miteinander ja. angesprochen, angeschnitten, verarbeitet. Bearbeitet. Das wurde heute fast schon psychologisch. Ja, lehrreich. Ja. Wir haben viele To-Dos, einmal mehr. Richtig. Kommentiert, was ihr vielleicht noch so für, was ihr im anderen Leben machen wollen würdet. Ja, ja. Ich hoffe, man kann bei uns kommentieren. Das müssen wir jetzt erstmal noch, wir müssen jetzt erstmal noch hochladen und genau. so weiter. Was für Partys, dass es sonst noch gibt, die man erlebt haben müsste. Ja. Ja. Aber ich habe es im Hinterkopf. Das wird gemacht. Das würde mich echt interessieren. Ja, und ich freue mich auf das Bild von deinem selbstgemachten Adventskranz. Ja. Eigentlich, also diese Woche muss ich es noch schaffen, danach wäre es peinlich. Weil dann ist ja schon der zweite Advent. Jetzt waren wir aber diesmal sehr zeitgenau, also müssen wir zügig online stellen. Ja, wie will ne? ich auch sagen. Ja. So, kommentieren, liken und weiter abonnieren ja. und weiter zuhören. Genau, vielen Dank. Heute war richtig aggressiv lustig. Dankeschön. Aggressiv, so aggressiv war, die muss mich erstmal aggressiv kennenlernen. Macht's gut. Servus. Tschüss.